Moin Leute, Grüße aus Frankfurt. Wir fliegen heute mit der Lufthansa in der First Class nach Sao Paulo. 12 Stunden ungefähr. Ja, und wie es sich für eine First Class hier von Lufthansa gehört, gehen wir jetzt erstmal in das First Class Terminal. Was das genau ist, das zeigen wir euch gleich nach dem Intro. Das ist das First Class Terminal. Es ist tatsächlich ein Terminal. Es ist nämlich nicht im Hauptterminal des Frankfurter Flughafens drin, sondern man muss tatsächlich rausgehen, um dann hierher zu laufen. Es gibt einen eigenen Check-in-Schalter hier im First Class Terminal und auch einen eigenen Security-Check, also die SIKO. Ist das Lufthansa First Class Terminal. Lufthansa kann sich da mit Airlines wie Singapore Airlines, British Airways in deren First Class in eine Reihe einreihen, denn ich muss sagen, es ist ein ganz spezielles Produkt hier, dieses Terminal für die First Class Passagiere. Hier kommt übrigens nur der rein, der auch ein richtiges First Class Ticket hat. Also ein Status nützt hier zum Beispiel gar nichts. Was ich damit am Anfang meinte, und zwar bietet zum Beispiel Singapore Airlines ja in Singapur den Private Room an, ist zu vergleichen mit dieser Lounge hier, und British Airways exklusiv für deren First Class Passagiere in London und New York ebenfalls den Concorde Room, so nennt sich da die Steigerung der normalen First Class. Es gibt dann noch die First Class Lounges innerhalb der verschiedenen Terminals hier in Frankfurt oder auch in München, aber es gibt nur ein First Class Terminal. Hier wird der First Class Passagier extrem gut behandelt. Es gibt sehr gute Speisen. Fine Dining haben wir gerade schon gegessen, aktuell Oktoberfestwochen. Ansonsten die ganz normale Karte, die es jetzt auch noch gibt, mit einem leckeren Wiener Kalbsschnitzel. Dazu noch ganz, ganz viele andere Spezialitäten. Wenn ich aber kein Menü haben möchte, kann ich mich auch an diesem sehr guten Buffet bedienen. Ich zeige es euch gerade ein bisschen. Und wenn ich dann satt bin, kann ich mich auf einen der vielen Sitze hier setzen. Verschiedene Möglichkeiten. Hier einmal der Lounge-Sitz, da kann ich schon fast drauf schlafen. Es gibt auch noch zwei abschließbare Ruheräume. Dann gibt es ganz viele verschiedene Sektoren, wo man sich hinsetzen kann. An jedem Tisch ist dann eine kleine Leckerei, getrocknete Früchte oder Nüsse zu finden. Und wenn ich dann mal duschen möchte, dann melde ich mich einfach an. Und nicht vergessen, nehmt euch unbedingt so eine Lufthansa-Ente mit, denn die ist gratis zu mitnehmen. Und hier hinter mir, das ist die Bar hier im First Class Terminal mit über 130 verschiedenen Whisky-Sorten und 30 Wodka-Sorten, also unglaublich große Auswahl, darunter wirklich teure Produkte. Bayerische Spezialitäten. Wir essen heute Münchner Weißwurst als Vorspeise und mal schauen, was der Hauptgang. Normalerweise würde ich euch empfehlen, hier ein Kalbsschnitzel zu essen. Wiener Kalbsschnitzel ist super lecker hier. Wer das noch nicht kennt, wir hatten schon mal ein Video gemacht von dem First Class Terminal, First Class Flug. Aber das E-Drücken ist ungefähr ein Jahr her, aber trotzdem sehenswert. Das ist hier einer von den beiden Schlafräumen, so kann man es nennen. Die kann man tatsächlich zusperren und hier richtig schlafen. Hinten, ganz hinten in der Lounge gibt es dann noch die Duschen und eine Badewanne. Dann gibt es noch das Gästebuch hier im First Class Terminal. Dominik hat uns schon hier verewigt. Vielen Dank nochmal für das tolle Erlebnis hier in dieser Lounge, aber es gibt noch ganz andere, die hier waren. Ich zeig's euch mal. Oh, der Hornenschar war auch da. Ach so, von Bild meinst du? Ja.
war jetzt quasi unsere Ausreise. Wir werden jetzt vom First Class Terminal mit einem Porsche Cayenne, da wartet er auf uns, zum Flugzeug gebracht. Also ein richtiger Luxuswagen. Ja, nachdem wir jetzt mit der Limousine zum Flugzeug gebracht worden sind, steigen wir jetzt hier direkt ein in die 7478. Da oben sitzt der Captain und wartet schon. Das ist gar nicht unsere Maschine, sondern das ist sie. Was ist das Ticket nochmal? Guten Abend. Wir sind zwei, ne? Ja, wir sind zwei. Und das ist hier die Lufthansa First Class in der 747-8. Und in der First Class ist eine 1-1er Bestuhlung, beziehungsweise in der dritten Reihe eine 1-2-1er Bestuhlung und insgesamt 8 Sitze. Und sie bieten so viel Komfort. Sie haben ein über 2 Meter langes Bett und über 60 cm breit. Damit ist ein erholsamer Schlaf garantiert. Das kann ich euch sagen, werde ich auch überhaben. Wir haben ja 12 Stunden vor uns hier in der First Class und ich freue mich. Wir sitzen wie angekündigt Reihe 1, 1A meiner, 1K Dominiks Platz und das sind die Sitze, die unter dem Cockpit sind. Sind jetzt hier drin und wir sind immer noch alleine, aber es wird nicht so bleiben. Wie ist das Boarding jetzt verlaufen? Also ihr habt jetzt gesehen, wir sind mit einem Porsche Cayenne vom First Class Terminal hier direkt zum Flieger gebracht worden, eskortiert bis das in den Flieger hinein und ja, werden hier bestens versorgt. Als Welcome Drink gibt es hier einen Champagner, Nüsse wie üblich bei Lufthansa, Macadamia-Nüsse und die ganzen Amenities, wie sie halt bei Lufthansa sie immer gibt. Aber aktuell gibt es keine Remover Amenity Kits, sondern es ist, habe ich euch ja schon beim 5. Mal gesagt, Oktoberfest in Deutschland und deswegen ist irgendwie alles ein bisschen Oktoberfestlastig. Das ist das spezielle Amenity Kit, was es glaube ich nur einmalig gibt. Das ist wahrscheinlich richtig viel wert. Was machen wir denn damit? Ich überlege mir was. Ich gucke trotzdem nachher mal rein, was drin ist. Die Fun Lark Pyjamas, Größe M für uns, gibt es in jeder Größe, die man so gerne haben möchte, wird man vorher gefragt. Und wahrscheinlich noch viel mehr, was das nach und nach alles kommen wird. Oh, die sind auch neu. Nee. Die Slipper, die sehen ja aus wie Pantoffeln für zu Hause. Guck mal, mit Rutschschutz da drunter. Jetzt habe ich schon mal so ein bisschen den Sitz ausprobiert, während wir Fotos gemacht haben. Ja, was habe ich hier an meinem Sitz in der First Class 1A? Amenity-Kits und die ganzen anderen Amenities habe ich euch schon gezeigt. Hier links habe ich diverse Fächer und ebenfalls auch Kopfhörer, Bose-Kopfhörer, der Controller für den Monitor. Aber der ist ja bekannterweise bei der Lufthansa tatsächlich ein bisschen klein geraten. Finde ich, für die Entfernung ist mein Gefühl zu klein. Hier rechts ist die Bedienung für den kompletten Sitz. Ich kann den Ottoman. Nach
vorne holen. Ebenso kann ich, wenn ich möchte, den Sichtschutz, weil es ist ja keine Suite, viele Airlines bieten eine Art Suite an, eine geschlossene zum Beispiel wie bei Emirates oder eine halboffene wie zum Beispiel bei JAL. Und hier bei Lufthansa ist sie ja relativ offen, könnt ihr ja sehen. Aber ich kann auch den Sichtschutz hochmachen und bin dann doch ein wenig privater. Danke. Ich habe jetzt mein Saunatuch bekommen. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Saunatuch, weil es warm ist und dampft. Oh. Danke. Jawohl, danke. Die Flugzeit heute Nacht wurde mit etwa 11 Stunden berechnet. Herr Gäste, bitte schalten Sie Ihre Bierautomaten. Ready for Jacob. So, wir sind fertig mit Borden. Das ging ruckzuck hier. Und schon habe ich hier meine Menükarte. Es gibt einen Champagner zur Auswahl, und zwar ist das Pommery und die Luise. Und die Menükarte ist so vielseitig und sie liest sich so geschmackvoll. Da läuft mir schon fast das Wasser im Mund zusammen, tatsächlich. Also ich freue mich ja schon auf den Kaviar, denn Lufthansa ist tatsächlich einer der wenigen noch, die Kaviar servieren. Hallo, guten Abend. Sie sind derjenige, der das Wiener Schnitzel bestellt hat. Ja, das stimmt. Sie werden noch berühmt bei uns. Wenn Sie das Schnitzel dann gegessen haben, wenn Sie danach noch ins Internet möchten, dann hätten Sie hier den Code. Dann kann ich es gleich auf Instagram posten. Das war jetzt eine freundliche Begrüßung des Purstars hier auf diesem Flug, der mir einen Voucher für einen Internetzugang hier überreicht hat. Der ist 24 Stunden gültig. Wow, ist der denn Megabyte begrenzt? Also 24 Stunden unbegrenzt, ja, zu verwenden. Das nenne ich mal gut, denn das gibt es tatsächlich selten. Meistens sind diese ja irgendwie mit 150 oder nur 50 MB begrenzt. Gut. Und ich muss ihn gar nicht verwenden. Ich kann ihn auch bis Ende des Jahres aufheben. Ja, ich bin ja abgelenkt worden. Also hier die Menükarte und die Weinkarte. Es gibt natürlich nicht nur Champagner. Es gibt auch auserlesene Weine hier zur Auswahl. Und das tatsächlich in großer Auswahl. Ich habe hier 4 sehr gute Rotweine, wenn ich es dann beurteilen kann. Ihr könnt euch ja ein eigenes Bild machen von dem Einblender jetzt links. Es ist Zeit, sich anzuschnallen, und hier in der 7478 gibt es wieder das Drei-Bord-System. Reste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie den roten Mundschlauch. Wir sind gestartet und könnt ihr das hören? Nee, ihr könnt nichts hören, denn es ist so still hier vorne. Okay, der Start war ein bisschen laut, und als das Fahrwerk eingefahren ist, war es auch nochmal richtig laut, aber jetzt, wow. Lufthansas First Class Sitz ist natürlich ein flaches Bett, wenn man es möchte. Man kann sich das auch machen lassen. Kommt dann später, wenn ich schlafen möchte. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie es denn aussieht, wenn ich es in eine Liegefläche verwandeln möchte. Da gibt es hier 5 Knöpfe. Dabei ist aber einer nur der Ottoman, den ich an mich ranholen kann. Ansonsten kann ich hier sogar die Kopfstütze hoch und runter fahren. Also ich kann hier irgendwie alles verstellen. Aber ich habe oben die Schnellzugriffe, und ich mache aber mal hier schnell zu Bett meinen Sitz. Ja, und schon bin ich in einer geraden Liegefläche. 2,05 Meter ist sie lang, breit über 60 cm, also richtig gemütlich. Es ist jetzt schon total weich, und ich kann auch noch eine Unterlage mir bestellen. Die wird mit Sicherheit gleich gebracht werden, wenn ich es möchte, zum Schlafen. Und ein großes Kissen gibt es. Also es ist übrigens ein richtiges Federkissen und Federbett, was man hier bekommt bei Lufthansa in der First Class. Es sind überall hier Knöpfe. Es ist gar nicht so einfach, hier durchzusteigen. Überall sind Knöpfe. Links an diesem kleinen Tisch ist ein Knopf, um
den Sitz ganz schnell in die aufrechte Position zu bringen. So. So, ich darf auch mal was sagen. Es geht um Internet an Bord. Ihr kennt es sicherlich. Manchmal funktioniert es nicht, aber meistens funktioniert es in der heutigen Zeit. Und die Preise, die sind, naja, ich will aber nichts dazu sagen. Egal ob Economy, Business oder First Class, es gibt ein geniales Produkt, was wir gefunden haben, und zwar von airlinecheckins.com. Das Plus-Paket haben wir jetzt mal ausprobiert. Wir machen ein eigenes Video zu. Ich will jetzt nur mal aufs Wi-Fi eingehen. Wir sind hier in der Lufthansa First Class. Okay, da gibt es einen Voucher, aber den vergessen wir mal. Wir können hier so viel surfen, wie wir wollen. Und zwar arbeitet airlinecheckins.com mit iPass zusammen, und dort, ja, meldet man sich an, macht das alles, und für 10 Euro im Monat als Beispiel, was das kostet, neben vielen anderen Dingen, was wir in dem eigenen Video machen, habe ich Wi-Fi on board und ich kann den ganzen Flug so viel surfen. Bei den hier gezeigten Fluggesellschaften funktioniert einwandfrei. Wir haben es hier getestet. Schaut euch am besten das Video an über airlinecheckins.com. Ja, und wie Dominik gerade gesagt hat, es ist ein tolles Internet hier an Bord. Und dann können wir natürlich auch sehr gut unsere Instagram-Story machen. Seid ihr nicht dabei? Dann schaut mal unbedingt da vorbei bei Instagram. Wir haben den ganzen Tag schon unsere Erlebnisse aus der Lounge und der Zubringerflug. Und jetzt hier natürlich live könnt ihr dabei sein auf Instagram in der Story. So, und ich habe schon ein bisschen Zeit gehabt, ein wenig in das Entertainment-System von Lufthansa reinzuschauen. Um es zu bedienen, habe ich hier den Controller. Die Bedienung ist relativ einfach, was muss ich sagen. Allerdings finde ich die Übersicht der verschiedenen Filme viel zu kompliziert. Also ich habe hier Movies. Und dann kann ich Kategorien auswählen. Ich habe dann zwar hier diesen Monat neu, aber dann habe ich aber so viel kann ja gar nicht in einem Monat neu gekommen sein. Also die Übersicht fehlt total. Also ich müsste wissen, wie mein Film heißt, den ich mir gerne angucken möchte, um ihn dann mir dort darstellen zu lassen. Das geht irgendwie besser lassen. Andere Entertainment-Systeme dann doch ein bisschen innovativer. Aber die Auswahl, die ist wirklich riesig. Gerade natürlich Filme auf deutscher Tonspur, die sind hier in Massen vorhanden. Aber ich kann natürlich auch mir Serien anschauen. Ich kann mir die Karte angucken. Live-TV gibt es übrigens auch. Und hier ist unsere Karte. Wir haben noch 10,5 Stunden bis nach Sao Paulo. Da freue ich mich drauf. Und kaum sind wir in der Luft, beginnt auch der Service hier. Nach dem recht zügigen Boarding-Prozess sind wir jetzt hier gestartet. Wir konnten uns abschnallen, haben den Champagner mit einem Glas Wasser bekommen und ein Amuse-Bouche, also der Gruß aus der Galley. Ziegenkäse auf einem Traubenbett, so möchte ich es mal sagen. Perfekte Möglichkeit, in das Menü zu starten. Ich freue mich auf das kommende Menü, und es gibt eine Überraschung zwischendrin. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, wo hier der Tisch sein soll. Ja, der ist hier vorne. Aber das mache ich jetzt nicht. Das macht bestimmt nachher unser Flight Attendant. Oder soll ich es mal versuchen? Wow. Habt ihr gesehen? Ruckzuck war der draußen. Und ich kann ihn bis an mich heranziehen. Er ist auch so wendig. Also wenn ich den Platz verlassen möchte, ziehe ich einmal nach vorne. Und dann bin ich draußen. Später noch mehr nehmen. Ein Vorteil an dem Sitz 1A ist, man ist auch der Erste, der bedient wird. Ja, und
relativ zügig nach dem Gruß aus der Galley wird dann der Kaviar auf Wunsch serviert. Darauf habe ich mich ja gefreut. Dazu gibt es auch noch eine Auswahl an verschiedenen Kleinigkeiten als Vorspeise. Wenn gewünscht, also ich habe es jetzt gar nichts gesagt, es wurde mir einfach aufgetischt, also als wenn ich mega viel Hunger hätte. Habe ich gar nicht, habe ja so gut gegessen in der Lounge schon. Aber hier, zurück zum Thema. Das ist die Portion des Kavias. Mit auf dem Teller ist ein bisschen Zwiebel, die Zitrone und ein Schälchen mit Eiweiß, Eigelb und ein bisschen Sour Cream. Außerdem gibt es hier ein Toast. Man muss also jedes einzelne Teil hier zusammenführen. Man könnte natürlich auch das einfach da drunter schmieren. Immer wieder eine Freude. Ich mag ja Kaviar, auch wenn er teilweise manchmal sehr salzig ist, ist er diesmal gar nicht so und auch nicht wirklich fischig. Und ein kleiner Schluck Wodka. Oh. Oh, ja, aber das. Oh. Ja, bin durch mit dem. Leute, dass ihr mich mal mit einem Bier in einem Flugzeug erleben könnt, das verdankt ihr nur einem speziellen Service, den die Lufthansa anbietet, aber nicht immer. Ich verstehe nicht so ganz das Konzept dahinter, aber wenn ihr beim First Class Service anruft, vor eurem Flug, vielleicht ein, zwei Tage vorher, könnt ihr euch spezielles Essen bestellen. In meinem Fall war es ein Wiener Schnitzel und dazu passt natürlich nur ein Bier. Ein Champagner oder Wein geht doch irgendwie gar nicht, oder? Was meint ihr? Also, ich freue mich jetzt auf meinen Schnitzel. Ein echtes Wiener Kalbsschnitzel übrigens. Und das ist, wie erwartet, mein Wiener Kalbsschnitzel. Es sind aber drei kleine Schnitzelchen mit Kartoffelsalat und Zitrone. Gibt es übrigens nicht auf der Karte. Hier muss man, wie gesagt, vorher bestellen, wenn man sowas mal essen möchte. Geht auch mal mit einer Schweinshaxe oder manchmal einer Kalbshaxe. Also Dominik hatte es ja schon in der Lounge gegessen, habt ihr ja gesehen. Ich jetzt hier im Flieger. Ich wollte aber wissen, wie es ist, ein Wiener Schnitzel im Flugzeug zu essen. Ja, es ist wie eigentlich erwartet. Man kann es ja gar nicht anders machen. Es ist nicht mehr so knusprig, frisch zubereitet wie in der Lounge. Das ist halt ein bisschen weicher jetzt. Die Panade ist nicht mehr so knusprig, aber es schmeckt trotzdem lecker. Jetzt trinke ich noch mal Bier zu Ende und dann war es das. Dann wird hier wahrscheinlich auch gleich dunkel gemacht. Und wir haben noch ungefähr 8 Stunden und 40 Minuten bis nach Sao Paulo. Also genügend Zeit, um ein bisschen zu entspannen und Filme zu gucken und natürlich auch zu schlafen auf diesem wunderschönen Bett hier. Ja. Leute, jetzt ist Zeit fürs Umziehen. Das ist der Pyjama, den werde ich mir jetzt schnell anziehen. Das ist übrigens die Toilette. Es gibt zwei Stück hier in der First Class. Hinten, neben der Galley, links und rechts. Sie ist nicht so groß wie in der A380 der Lufthansa. Aber dafür habe ich hier dieselben Amenities. Eine große Tube, Creme, Mundspülung. Und ich zeige es euch mal. Hier sind zwei Schubladen, Rasierer, das zeige ich euch gleich, was das ist, Tücher und Kamm, Abschmink, Tücher, also eine ganze Menge, was es hier so alles geben kann. Und das hier ist kein Deo, das habe ich früher gedacht, das wäre ein Deo. Nein, das ist ganz einfach ein Erfrischungsspray, es ist einfach nur Evian Water, dass man sich ins Gesicht sprüht und es verleiht der Haut Feuchtigkeit, die sie ja relativ schnell hier im Flug verliert. Denn
Die Luftfeuchtigkeit ist hier sehr gering, nicht wie im A380 zum Beispiel. Da wird in der First Class die Luftfeuchtigkeit erhöht, einfach um das Austrocknen zu verhindern. Das geht hier in der Boeing 7478 leider nicht. Naja, dafür gibt es ja das Spray. Das nenne ich mal ein Pyjama. Lufthansa, das habt ihr wirklich gut gemacht. Der gefällt mir sehr. Könnte ich fast schon zu Hause auch ohne Probleme tragen. Es ist auch total bequem, genau die richtigen Größe, Größe M. Perfekt. Was meint ihr? Kann man sich damit sehen lassen? Ich habe exzellent geschlafen hier in diesem flachen, unglaublich weichem Bett. Ich mache es mal wieder aus, es ist ja viel zu hell. Komme ich zurück von der Toilette, ist mein Bett schon wieder weg. Es sind trotzdem noch 2 Stunden, bis wir in São Paulo sind. Hier aber nochmal kurz zur Bestätigung, ich habe so gut geschlafen auf diesem weichen Bett. Wahnsinn. Der Tisch ist gedeckt, es gibt sogar wieder einen Champagner, obwohl ich es nicht bestellt habe. Man ist hier sehr nett. Es gibt einen Orangensaft zum Frühstück und ein Smoothie, ein Kokosnuss-Ananas-Smoothie. Ein Croissant nehme ich gerne. Croissant? Ja. So, bevor es losgeht mit dem Frühstück, drückt mal alle bitte auf Pause und schreibt mir in den Kommentaren, warum müssen Passagiere 2 Stunden vor Landung vor anderen, also eine Stunde vorher, geweckt werden, die ein Rührei haben wollen. Auflösung gibt es dann später. Frisch zubereiteten Rührei mit Gurke und Tomate. Das gibt es bei keiner anderen Airline, nur bei Lufthansa. Jetzt fehlt mir nur noch Achter. Salz und Pfeffer. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist frischer Schnittlauch drüber und es ist nun mal ein frisches Ei. Ihr habt ja gesehen, es ist kein schon zuvor gefertigtes Rührei aus irgendeiner Tüte. Nein, es sind 3 ganze Eier, die in einer Pfanne gebraten und verrührt werden. Wie zu Hause auch. Und wer möchte, der muss auch gar nicht unbedingt Rührei nehmen, der kann auch ein Spiegelei nehmen. Das ist Dominiks Wahl. Also ich muss sagen, ich hatte das erste Mal gerade ein Erlebnis. Und zwar bin ich aufgewacht und hatte überlegt, in welchem Hotel ich bin, bis ich dann tatsächlich festgestellt habe, ich bin in der Luft. Also fantastisch, mein Platz 1K. Den ich hier habe, und es war richtig weich, super gemütlich und ich bin begeistert. Also das Produkt ist grandios, fand ich. Mhm. Also gibt es nichts zu meckern. Wir hatten auch mit der Crew richtig Glück jetzt hier und super gemacht. So, das ist wie gesagt das Special Edition Amenity Kit von Lufthansa während des Oktoberfestes. Gibt es also nur ganz limitiert zu einer bestimmten Zeit. Dann gucken wir mal rein, was da drin ist. Das habe ich natürlich eins aufgemacht. Aber ich kann euch sagen, ich habe noch 2 extra erhalten. Oh, guckt euch das mal an. Drin ist schon ein bayerisches Wappen zu sehen, also zumindest Teile des Wappens. Da der übliche Inhalt, eine Packung mit verschiedenen Cremes, die man aber auch auf der Toilette bekommt. Eine Packung mit Zahnbürste, Zahncreme, ein Fisherman. Eine Packung mit Socken und Schlafmaske und Schuhanzieher sowie eine Bürste und die Ohrstöpsel. Das war's. Übrigens hat jeder First Class Passagier sein eigenes Fach hier. Das ist mein Fach für 1A. Und dort ist bereits schon mein Koffer verstaut und ich könnte da auch ein Jackett verstauen. Das ist eine ganze Menge Platz. So, wir haben jetzt mit dem Landeanflug auf Sao Paulo begonnen. Die 11 Stunden sind schon wieder rum. Sind ja doch nur 11 Stunden geworden. Ich habe gedacht, es wären 12. Ich kann nie lang genug in einem Flugzeug bleiben.
besonders nicht in so einem hier mit der Klasse. Es hat alles gepasst. Das Essen war fabelhaft, sehr schmackhaft und ich habe es genossen, besonders der Schnitzel. Das ist ja mal eine Idee. Ne? Aber das geht ja nur, wenn man es entsprechend vorher bestellt. Ansonsten, Dominiks Essen, er hat schon gesagt, war genauso gut und kann man also nichts verkehrt machen. Das Beste an diesem Flug war übrigens der Sitz, auch wenn ich dadurch den Flug eigentlich verschlafen habe. 80% des Fluges habe ich geschlafen und das perfekt. Hätte es nicht ein bisschen so Turbulenzen gegeben zwischendurch, wie jetzt auch auf der Landung, ja, wäre es noch besser gewesen. Aber da kann die Lufthansa ja nichts für. Aber das Produkt an sich ist schon klasse. Also hat Stil, es ist toll hier drin, besonders die Sitze 1A und 1K sind die besten des ganzen Flugzeuges. Also solltet ihr mal es vorhaben, mit der Lufthansa in der First Class zu fliegen, versucht euch diese Plätze zu reservieren. Seid also schnell. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Flug hier mit uns. Und als Auflösung noch mal vorhin, ihr habt hoffentlich schön kommentiert, es ist so, es ist natürlich eine heiße Pfanne und die muss vor Landung kühl sein. Das heißt, eine Stunde vor Landung muss diese Pfanne wieder aus sein, damit sie abkühlt und ja, den Sicherheitsrichtlinien entsprechend verstaut werden kann. Ja, das ist die Auflösung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschö! Thank you.